Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ich darf nicht sagen, dass wir im schönen Tamriel stehen, weil es ist mal wieder verregnet. Ich weiß nicht, was die mal mit Regen haben hier in Malabar Tor. Keine Ahnung. Wir haben eine Quest, und zwar der Plan des Bluthundes. Dafür müssen wir ein Stückchen weiter... Ich muss mal eben schauen. Ja, rechts umreiten. Machen wir das doch gleich... Bitte. Ich bin der Sylvanar, der spirituelle Ratgeber von... Nun, von euch. Wunderbar. Oh. Waldorks aus Yazugur haben mich gefangen genommen. Und ich weiß nicht warum. Ich hasse es, euch wieder um Hilfe zu bitten. Aber ich kann mich an keinen anderen wenden. Ich bin eine Freundin der grünen Dame. Ja, ich erinnere mich an euch. Ein vertrautes Gesicht ist in schlimmen Zeiten immer willkommen. Wisst ihr... Ich bin in Yazugur gefangen und ich brauche Hilfe, um mich und jene, die mit mir gefangen sind, zu befreien. Ich danke euch. Die Götter wissen, dass ich eure Hilfe gebrauchen kann. Ich brauche meine ganze Kraft, um diese Projektion aufrechtzuerhalten. Die Droplok haben mich und meine Reisegefährten gefangen. Sie halten uns in Yazugur fest. Wie kann ich helfen? Ihr müsst für mich meine Berater retten. Sie können euch mehr über den Angriff erzählen und vielleicht dabei helfen, mich aus meinem Gefängnis zu befreien. Ich werde von irgendeiner mächtigen Magie geschwächt. Im Kampf werden sie euch zwar kaum etwas nützen, aber sie sind gerissen. Ich werde sie befreien. Wir werden unser Bestes geben, euch zu retten. Meine Berater sind meine Vertrauten und meine Leibwächter. Sie erfüllen mehrere Rollen. Wir waren auf dem Weg zu meiner Vermählung mit der grünen Dame. Als die Droplok angriffen, wurden sie erschlagen oder gefangen genommen. Zwei haben überlebt. Rhaen und Sariel. Wer ist Rhaen? Ein Krieger. Er ist mein militärischer Berater und Leibwächter. Er hat beim Angriff tapfer gekämpft, aber er wurde am Ende dennoch überwältigt. Wenn ihr ihn befreit, kann er euch beraten, wie man am besten gegen die Droplok vorgeht. Doch ich fürchte, dass er schwer verwundet wurde... und nicht in der nötigen Verfassung für einen Kampf ist. Und wer ist Sariel? Die Visionen von Botschafterin Sariel, der jüngsten meiner Berater, weisen selbst dann noch einen klaren Weg, wo andere, die doppelt so alt sind, keine Weisheiten zu bieten haben. Sie könnte euch dabei helfen, einen Weg zu finden, mich zu befreien. Wie wurdet ihr gefangen genommen? Die Droplok haben einen üblen Zauber eingesetzt, um mich zu fangen. Ich bin mit ihm noch nie zuvor in Berührung gekommen. Dieselbe Energie hindert mich auch daran, irgendetwas anderes zu tun, als auf diesem Weg Kontakt zu euch aufzunehmen. Ohne eure Hilfe kann ich nicht entkommen. Warum haben die Droplok euch entführt? Als der Sylvanar bin ich die Manifestation der spirituellen Stärke eines jeden Bosmer. Aber ich muss mich mit der grünen Dame vereinigen, bevor ich meine Bestimmung erfüllen kann. Die Droplok haben mein Gefolge auf unserem Weg zu diesem Ritual angegriffen. Wir hatten keine Zeit, sie nach dem Warum zu fragen. Mit der grünen Dame vereinigen, so. Okay, befreit die Botschafter. Ja, das machen wir mal zu Fuß, würde ich sagen. Guten Tag, Partysprengung. Ausschwärmen! Hier braucht niemand mehr auszuschwärmen. Eigentlich hätte ich durchlaufen können, fällt mir gerade auf, aber... Ich habe es übrigens auch immer noch im Hals, also es tut mir leid, wenn ich zwischendurch immer mal wieder sehr viel, unerlässlich viel am Räuspern bin. Ach, da komme ich gar nicht durch. Ich wollte schön dran vorbeilaufen. Es war gut gedacht, aber ging leider nicht. Konnte ich den loopen? Nee. Da drin... da. Nein! Der Sylvanar! Wo ist er? Habt ihr ihn gesehen? Ja und nein. Er hat mich geschickt, um euch zu befreien. Ifre sei Dank. Er lebt. Wir hätten die Droplok-Angreifer besiegen können, wenn sie nicht diese Kreatur ins Feld geführt hätten. Riesig. Hässlich. Nichts, was wir taten, fügte ihr irgendwelchen Schaden zu. Was für eine Kreatur? Es war kein Droplok.
Es roch nach Schwefel. Hätte ein Ogrim sein können. Aber meine Erfahrungen mit solchen Kreaturen sind zum Glück sehr begrenzt. Irgendwie hat es den Silvener daran gehindert, seine Kraft einzusetzen, um zu entkommen. Was hat es dem Silvener angetan? Das kann ich nicht sagen. Ich habe mich gewehrt. Aber die Droblok-Krieger haben mir eins über den Schädel gezogen. Alles verschwamm mir vor den Augen. Und dann bin ich hier mit Zariel wieder zu mir gekommen. Vielleicht hat sie mehr gesehen. In Ordnung, ihr kommt mit mir. Nein, oh Mann. Sorgt euch bitte nicht um mich. Ihr müsst den Silvener retten. Der Silvener hat mich geschickt, um euch zuerst zu retten. Hat er das? Ihr habt den Silvener gesehen? Öffre sei gepriesen. Sie haben uns auf der Straße angegriffen. Rhaen hat gegen die Droblok-Angreifer gekämpft. Aber sie haben ihn bewusstlos geschlagen. Ich war ihm keine Hilfe, aber ich habe alles gesehen. Was habt ihr gesehen? Ein Droblok-Schamane hat Worte aus einem Ritualbuch gesungen und Energie ist aus dem Silvener in diese riesigen Kristalle geströmt. Der Schamane hat weitergesungen, während sie den Silvener weggetragen haben. Aber wir wurden von ihm getrennt. Bitte, wir müssen dieses Buch bekommen und das Ritual aufhalten. Erzählt mir mehr über das Buch. Ich habe es zu jenem Zeitpunkt nicht klar gesehen, aber seitdem erfahre ich Visionen davon. Es ist ein Ritual der Entfesselung. Ich konnte spüren, wie die Kraft des Silvenars dahinschwand, als würde sie seinem innersten Wesen selbst entzogen. Ich habe noch nie so etwas Kaltes oder Böses gespürt. Kommt, wir werden dieses Buch besorgen. Wenn man keine Stimme mehr hat. Oh. So, euch lassen wir stehen, wir gehen raus. So, diesmal laufen wir aber, würde ich sagen. Ich habe keine Lust, jetzt hier mit allen zu kämpfen. Am Ende müsst ihr mich vielleicht sogar zurücklassen. Wenn wir den Silvener. Nee, wir lassen niemanden zurück. Werdet ihr uns dann alle hier rausholen können? Ich kann das Tor nicht benutzen. Aber das ist lustig. Er hat mich noch nicht gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Schade. Dann nehme ich einfach das Hervorragend. Buch. Mit dem Buch haben wir jetzt vielleicht eine Chance. Sprecht bitte Botschafter. Welchen? Der angegriffen? Okay, er wird nicht angegriffen. Oh, dein Ernst jetzt. Ja, ja, das tolle Update. So. Das ist es. Das Ritual des Losbindens. Seid vorsichtig. Die Droblok haben es bei dem Angriff verwendet. Der Silvener wurde schwächer, als der Schamane daraus las. Was machen wir nun also damit? Wir sorgen dafür, dass sie es nicht in die Hände bekommen. Und jetzt müssen wir auch noch den Runenstein finden. Der Schamane hat ihn und das Buch zusammen verwendet. Welcher Runenstein? Er ist ein ritueller Fokus. Die Droblok haben ihn gegen den Silvener eingesetzt. Erinnert ihr euch noch daran, wie ich sagte, dass sie seine Energie in Kristalle absorbiert haben? Der Runenstein ist eine Art Leiter. Mit ihm können wir das Ritual umkehren und die Energie zurückfließen lassen. Wo können wir den Runenstein finden? Es gibt zwei dädrische Schreine in Yat-Zogur. Wir haben bei diesem hier das Buch gefunden. Also schätze ich, dass der Runenstein am anderen ist. Der zweite Schrein ist auf der anderen Seite ihrer Festung. Sie wollen es ja niemandem zu leicht machen, beide Gegenstände zu bergen. Ach, das ist kein Thema. Wir haben ein Pferd. Unsere treue Begleiterstute. Keine Ahnung. Ich habe noch keinen Namen für sie gefunden. Ich nehme mal an, das ist hier drin. Hallo? Geht's noch? Ich bin hier am Reiten. Nee, es ist nicht hier drin. Ach, das ist dahinter. Ja, super. So. Wäre natürlich alles viel schneller, wenn da nicht irgend so ein Idiot gewesen wäre, der mich vom Pferd geholt hätte. Ich kann gerade nicht. Tut mir leid. Nicht leid, aber. Zünde das an! Ach komm schon, ey, das dauert mir zu lange hier. Wenn man bedenkt, dass man vorher immer nur zweimal drücken muss und da war alles weg. Gut, wir sind jetzt noch am Leveln, aber selbst da war es ja
Wir müssen uns verstecken. Lasst uns in diese Hütte dort gehen. Was? Wo hat er denn seinen Helm jetzt auf einmal her? Hat er den eben auch schon gegangen gehabt? Ja doch, hat er. Wir müssen das Buch und den Stein an einen sicheren Ort bringen, damit ihr sie untersuchen könnt. Irgendwelche Vorschläge? Wir können nicht zu lange im offenen Gelände bleiben. Und das Langhaus, in dem wir gefangen gehalten wurden, quillt wahrscheinlich über vor Droblok. Es gab noch ein anderes Langhaus südlich davon. Vielleicht könnten wir versuchen, dorthin zu gehen. Botschafterin Sariel, alles in Ordnung mit euch? Dass ihr immer wieder kommt und geht und wegproduziert wird, werdet und... wir nehmen einfach den einfachen Weg. So. Hier soll uns ja keiner sehen, ne? Ich muss mit beiden sprechen, okay? Ich weiß jetzt, was getan werden muss. Lest das Buch. Einer von uns muss sterben, um den Sylvanar zu retten. Nein, ehrlich gesagt, ist das ein geringerer Preis, als ich erwartet hatte. Ich hasse solche Quests. Einer von uns muss sterben? Warum? Dädrische Rituale erfordern oft einen solchen Preis. Es liegt auf der Hand, dass ich geopfert werden sollte. Ich bin die Schwächste von uns. Als die Droblok angriffen, hat Rhaen sich gewehrt, während ich sofort gefangen wurde. Ich bin eine Beraterin, keine Kriegerin. Der Sylvanar braucht Krieger. Ich kann kämpfen. Der Sylvanar braucht weise Ratschläge. Wenn ihr mich für eine gute Beraterin haltet, dann hört mir jetzt genau zu. Es wird nicht reichen, den Sylvanar zu befreien. Ihm wurde seine Kraft entzogen. Die Droblok, die ihn bewachen, werden ihn nicht einfach gehen lassen. Rhaen kann euch helfen. Wendet den Runenstein auf mich an. Vielleicht sollte ich ihn auf mich selbst anwenden. Nein, Rhaen ist zwar ein guter Kämpfer, aber seine Fähigkeiten verblassen neben den euren. Wenn ihr den Runenstein auf euch selbst anwendet, würde der Sylvanar sich zwar erholen, aber er wäre immer noch schwach und in den Händen seiner Feinde. Werft euer Leben nicht einfach weg. Aber du darfst das, oder was? Ich werde eure Worte überdenken. Vielen Dank. Ich hasse solche Entscheidungen. Sariel zufolge sagt dieses Buch, dass der Preis zur Rettung des Sylvanars eines unserer Leben ist. Gut, wir sollten für unser Versagen bezahlen. Einer von uns muss sterben. Warum? Es ist eine harte, aber einfache Entscheidung. Es ist meine Pflicht, mein Leben zum Schutz des Sylvanars zu geben. Ich habe schon einmal versagt. Und zwar so sehr, dass ich jetzt nicht mehr kämpfen kann. Der Sylvanar braucht Berater wie Sariel. Ich könnte Hilfe brauchen, den Sylvanar hier herauszuschaffen. Bis hierhin konnte ich euch helfen, aber nun... Nein, ich habe euch kämpfen sehen. Wenn jemand den Sylvanar hier herausholen kann, dann seid ihr es. Und Sariel. Sie ist jung, aber weise. Der Sylvanar braucht Berater wie sie und keine halbtoten Krieger. Opfert mich. Vielleicht sollte ich ihn auf mich selbst anwenden. Versucht es. Und das Letzte, was ihr sehen werdet, wird mein Versuch sein, es euch aus den Händen zu reißen. Sariel und ich können den Sylvanar hier nicht befreien. Nur ihr könnt das. Lasst einen von uns tun, was ihr nicht könnt. Enttäuscht den Sylvanar nicht. Ich werde eure Worte überdenken. Vielen Dank. Ich habe meine Entscheidung eigentlich schon getroffen. Auch wenn ich es hasse. Ich bin ganz ehrlich, ich hasse es, Entscheidungen zu treffen in Teso. Und ich bin froh darüber, dass es wirklich nur ein paar Vereinzelte gibt, wo man Entscheidungen treffen muss. Wer leben soll und wer nicht. Ich habe jetzt mehrere Gründe. Das möchte ich euch nur kurz mal eben erklären. Zum einen, bin ich ganz ehrlich, ist Botschafterin Sariel mir sehr sympathisch und sie hat eine sehr sympathische Synchronstimme, die ich irgendwoher kenne und ums Verrecken nicht drauf komme, von wem ich die kenne. Wobei seine kenne ich aus Tamriel, ich weiß nicht, ob ich die sonst auch kenne. Aber was jetzt das Schlimmere ist, ich denke, wenn er schon sagt, er ist jetzt so schwer verwundet, so habe ich das jetzt daraus gehört, er ist so schwer verwundet, und hat schon mal versagt und hat da jetzt irgendwie so ein Blackout, sage ich jetzt mal, dass er nicht mehr kämpfen kann, möchte, wie auch immer, dann bringt er natürlich auch nicht allzu viel. Und ich muss dazu sagen, auch wenn es jetzt gemein klingt, Krieger kann man immer ersetzen. Es gibt immer Menschen, die man ausbilden kann, die sich prügeln können mit anderen, also kämpfen können. Die kann man immer ersetzen.
Menschen, die denken können, die clever sind, die eine gewisse Intelligenz haben, vielleicht eine Intuition in Sachen Magie jetzt in dem Fall noch, findet man viel schwieriger. Deswegen, ja, mein Kleiner, wir müssen leider, es tut mir leid, Botschafter reden. Ah, ich hätte nicht gedacht, dass es so sein würde. Der Schmerz. Ah. Musste der das jetzt so sagen? Jetzt habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen. Och Mann. Beim Pakt, das war schrecklich. Ich konnte spüren, wie die Energie dieses Geistes entschwunden ist. Ich kann nicht glauben, dass ihr euch entschieden habt, Rain zu opfern. Aber ich werde sein Geschenk nicht verschwenden. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um den Sylvanar zu retten und euch zu helfen. Du bist jung, du bist hübsch, du bist intelligent. Das war doch klar, dass ich dich nehme. Es musste getan werden. Was müssen wir jetzt unternehmen? Als wir vorhin durch diese Anlage liefen, sind mir 4 Lichtstrahlen aufgefallen, die von den Türmen rings um das Hauptgebäude kommen. Ich glaube, sie stammen von den Steinen der Bindung. Wir müssen sie schwächen, um das Ritual aufzuhalten. Entschuldigung, ich musste erst einen Schluck Kaffee trinken. Dann gehe ich zu diesen Türmen. Was mache ich, sobald ich dort bin? Der Runenstein. Als Rain geopfert wurde, hat der Stein sich in einen Runenschlüssel verwandelt. Wenn ihr seine Macht gegen die Steine der Bindung einsetzt, trennt ihr so ihre Verbindung zum Ritual. Kappt alle 4 Verbindungen und das Absaugen der Energie endet. Dann ist der Sylvanar frei, aber er wird nach wie vor geschwächt sein. Gibt es noch etwas, das ihr tun könnt, um zu helfen? Ich kann meine Visionen nutzen, um Yat-Zogur zu verlassen. Also macht euch keine Sorgen um mich. Ich habe nun auch genug Energie zurückgewonnen, um meinen Totemgeist aufzurufen. Er wird euch folgen, bis ihr Yat-Zogur verlasst und euch helfen, so gut er nur kann. Ja, seht ihr? Ich meine, ne? Warum soll ich so einen lausigen Krieger dann am Leben lassen, der nichts kann, außer sich prügeln? Also jetzt nicht, dass ich ihn nicht mochte oder so. Wie kann mir dieser Totemgeist helfen? Mein Totemgeist wird zwar auch kämpfen, aber das Nützlichste an ihm ist, dass er eure Wunden heilen kann. Bleibt einfach in seiner Nähe und die Energie, die er erzeugt, wird euch dabei helfen, euch im Kampf zu erholen. Ich wünschte, ich könnte mehr tun, um Rains Opfer zu ehren. Ich kann mich auch heilen, aber okay. Vielen Dank. Ich werde euch vor Yat-Zogur treffen. Diese Namen. Oh, hi. Kann man die streicheln? Okay, ich glaube, er wollte nicht gestreichelt werden. Schwächt den Geisterstein, Magikerstein, Erinnerungsstein. Also es geht um Steine, okay. Ich sehe noch keinen. Hab ich hier nicht aufgepasst, dann stirbst du jetzt als Erster. So geht das nicht. Moment, ich glaube, der ist da oben, oder? Ich glaube, ja. Mal schauen. Ja. Runter. Ich bin der Steinspringer. Ja, warum sollte ich auch nicht direkt durch den Stein durchhauen, ne? Gut, der ist jetzt, wenn ich das richtig sehe, ist das jetzt immer in den Türmen drin. Dann gehen wir nochmal darüber. Guten Tag, guten Tag. So, wo ist denn hier der Eingang? Natürlich haben wir einen Fernkämpfer dabei. Was auch sonst. Boah, das dauert so lange, bis du einmal weg bist. Ich brauche Hilfe. Du kriegst aber keine. Komm. Ja, ich hab's doch fast gehabt. Stand doch gerade schon da. Hallo. So. Na, wieder im Rumtrödeln, Basti. Hm? So.
Gönnt mich alle mal. Was habt ihr eigentlich immer mit euren Toten? So. Ich bin verletzt! Ich tue nichts für. Hättest mir nicht folgen müssen. Ach komm. Müssen wir nichts. Achso, daneben. Okay. Nee, so nicht, meine Freunde. Vergiss das. So nicht. Warum laufen die mal weg? Die sind, am Ende sterben sie doch sowieso. Warum gehen die dann immer zurück? So. Komm. Hallo. Stein. Ich kann mein Gefängnis sehen. Die Festung auf dem Hügel. Kommt nach oben. Die du lila markiert hast. Wie soll ich denn da hochkommen? Moment. Da hinten kann ich rum. Also quasi über den großen Weg, wenn ich das hier richtig sehe, ne? Ja. Ja, ja. Okay. Lass mich doch einfach durch. Ich hab mit euch nichts zu tun. Ich will doch hier einfach nur ruhen. Nein, ihr habt mich nicht gesehen. Brennt es nieder! Ach komm, leck mich doch. Nirgendwo kann man hier heute durchlaufen. Was ist denn los? Oh. Komm, geh da durch. Och, Basti, das ist eine Person. Kriegst du den auch nochmal gemacht? Du bist ein Tank. Du sollst mir den eigentlich abnehmen, damit ich durch die Tür durchgehen kann. Ich leg mich doch hier nicht mit jedem an. Da habe ich keine Lust drauf. So. Das ist ein kleiner... Nee, das ist kein kleiner Gegner. Das war er, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Hier ist noch ein Buch. Das sollten wir auch mitnehmen. Wieso bin ich im Kampf, wenn ja keiner ist? Hm. Was bist du denn? Oh oh. Es ist gut, euch endlich mit eigenen Augen zu sehen. Hab Dank, dass ihr mich gerettet habt. Aber unsere Prüfungen sind noch nicht vorbei. Die Steine der Verbindung haben meine Verbindung zu den Bosmer beeinflusst. Ich muss alles zurückbekommen, was sie mir genommen haben. Wie machen wir das jetzt? Gebt mir etwas Zeit. Den Drublock und den Meutenmannen kann nicht entgangen sein, dass ihr die Verbindungen der Steine zu dem Ritual gekappt habt. Sie werden bald hier sein, angeführt von Häuptling Nagot. Haltet sie auf, während ich die Energie zurückgewinne, die sie mir gestohlen haben. Erst danach können wir gehen. Ich bin bereit. Sie sollen ruhig kommen. Muss ich dich hier unten verteidigen oder soll ich nach oben gehen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber da kommt keiner, ne? Lala. Gehen wir mal nach oben gucken. Hallo, Gegner! Du das kommst nicht vorbei. Es kommen noch mehr. Ja, es ist ja noch keiner da. Ach, jetzt doch? Oh, Leute, ernsthaft? Ich warte hier eine halbe Stunde unten. Aber sonst ist hier keiner mehr. Dann kommt runter, komm. Wo seid ihr denn, ne? Fast fertig. Beschützt mich nur noch etwas länger. Ja, und der rollt natürlich direkt durch mich durch. Kein Thema. Stirbst halt in dem hier. So.
Hallo, Gegner. Gegner? Entschuldigung. Was knurrst du mich auch so an? Ich dachte, das wären die Gegner. Ach da, endlich. Was war denn das hier gerade? Hä? Musst du halt sterben, so. Der Tag ist unser. Alles gut, Basti. Er möchte nicht mehr mit uns reden. Okay, ich übersetze mal. Die Meute Mann und die Drubok arbeiten zusammen, um meine Verbindung zum Land zu zerstören. Ich kann es nicht glauben. Zum Glück habt ihr mich gerettet. Bringen wir euch an einen sicheren Ort. Einverstanden. Ich habe genug Magika zurückerlangt, um ein Portal zu öffnen, das aus Yat-Zogur herausführt. Seid ihr zum Aufbruch bereit? Öffnet das Portal. Nachdem ich mich hinaus teleportiert habe, werde ich das Reich noch so lange offen halten, wie ich kann. Wir sehen uns draußen wieder, außerhalb der Reichweite der Drublok. Wartet nicht allzu lange. Das Portal wird nicht ewig offen bleiben. Und es wird mich nicht überraschen, wenn bald noch mehr Drublok hier unten auftauchen. Ich bin bereit. Ich treffe euch draußen. Redest du jetzt wieder mit mir? Die Ereignisse geraten außer Kontrolle. Und wie die Weber sagen, haben wir die Geschichte verlassen. Ohne euch wären weder der Botschafter noch ich aus Yat-Zogur entkommen. Dann eben Yat-Zogur. Seid unterwegs vorsichtig. Ja, anscheinend kann ich nur euch und meinem letzten Botschafter vertrauen. Ich muss schnell nach Sylvina und zur grünen Dame. Sobald meine Magika zurückgekehrt ist, machen wir uns auf den Weg. Ja, und wir haben einen Ring von Gewänder des Webers erhalten. Und dabei fällt mir gerade auf, dass ich noch Ringe von Stufe 5 trage. Das könnte vielleicht ein ganz klein wenig dazu beitragen, dass ich so wenig Schaden mache. Ja, ich muss mal schauen, dass ich mal meinen Schmuck erneuere. Ja, nach allem, was ihr in Yat-Zogur getan habt, glaube ich, dass die Bedrohung durch die Drublok vorüber ist. Um etwaige Nachzügler, über die ich stolpere, kann ich mich schon alleine kümmern. Aber ich darf nicht zu lange warten. Dalinir und meine anderen Wachen haben Bescheid gegeben, dass ich mich zur Stadt Sylvina aufmachen soll. Der Sylvina macht sich zur Stadt Sylvina auf. Das ist geil. Soll ich etwas für euch tun? Ich möchte, dass ihr zu unserer Hochzeit kommt. Ihr habt euch eine Einladung verdient. Um sie zu erhalten, sucht nach mir oder Dalinir, sobald ihr in die Stadt kommt. Im Übrigen glaube ich nicht, dass wir das letzte Mal vom Bluthund gehört haben. Vielleicht trefft ihr unterwegs oder sogar in Sylvina selbst auf seine Schergen. Ich werde euch in Sylvina treffen. Da ich mir der Gefahr nun bewusst bin, kann ich mich und die, die mich umgeben, vor ihr beschützen. Ich falle nicht zweimal auf denselben Trick herein. Wie haben sie euch überhaupt gefangen? Die Drublok-Schamanen und die verräterischen Meutenmannen haben sich verbündet, um mir meine Kraft zu entziehen und meine Verbindungen zu den Bosmer zu kappen. Sie haben ein uraltes dädrisches Ritual eingesetzt, um mich zu überrumpeln. Das wird nicht wieder vorkommen. Wer steckte hinter eurer Entführung? Ein mächtiger Hirsina-Anhänger, der als der Bluthund bekannt ist. Er will meinen Platz an der Seite der grünen Dame einnehmen. Er ist ein Bosmer. Ich spüre sein Leid. Und ich erkenne nun auch seine Wut. Das ist nicht sein erster Angriff. Steht mir bei und ihr werdet ebenfalls mit ihm aneinander geraten. Wohin wart ihr unterwegs, als ihr überfallen wurdet? Zur Stadt Sylvina. Dort werde ich die grüne Dame heiraten und meine spirituelle Essenz mit ihrer körperlichen Kraft vereinen. Mhm. Es ist ein Ritual, das in jeder Generation einmal stattfindet. Und es wird sich schon bald ereignen. Ja, viel Spaß dabei. Ja, Spaß hatte ich auch wieder in dieser Folge. Auch wenn mich das immer mal wieder ein bisschen nervt, wenn man durch eine Tür durch will. Und dann plötzlich im letzten Moment einer schießt und man nicht durchkommt oder sowas.
Oh, irgendwo höre ich hier ein Äffchen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Also sprich, beenden erstmal die Folge. Und wir sehen dann in der nächsten Folge, ja, eine Hochzeit oder eine Hochzeit mit Hindernissen. Wir wissen es nicht so genau, aber es hörte sich jetzt eher nach einer Hochzeit mit Hindernissen an. Weil er ja schon gesagt hat, ich soll aufpassen. Wahrscheinlich wird da irgendwie was passieren. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao!